Yo Leute, was geht ab? Motaleb hier. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen auf diesem Channel, Leute. Ja, was soll ich jetzt sagen? Lange ist es her. Ich habe mich selber erschrocken, wo ich das letzte Mal gesehen habe, wenn ich das letzte Mal ein Video hochgeladen habe. Was soll ich jetzt sagen, Leute? Die Zeit rennt und man kriegt es nicht mehr mit. Und es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Bock habe oder irgendwie keine Motivation oder sonst noch was. Ich bin total motiviert, habe voll Bock drauf, das zu machen. Aber ich. Wie soll ich das erklären? In meinem Leben ist das so. Ja? Also schon von Anfang an, immer wenn ich was machen will, kommt irgendwas dazwischen. Das ist schon mein Leben lang so. Ich meine, es ist okay, kein Problem. Ich kann damit leben. Aber das sollt ihr einfach nur wissen. Egal was ich machen will, immer kommt irgendwas dazwischen. Also manchmal klappt es, manchmal auch nicht. Manchmal, wie soll ich sagen, muss man das einfach so halt so hinnehmen. Und ja, ich versuche mein Bestes, Leute. Um hier diesen Kanal aufrechtzuerhalten, um euch hier weiter mit ein paar guten Düften zu füttern, sage ich mal. So Leute, fangen wir direkt an hier. Heute habe ich einen schönen Duft für euch. Und zwar ist es der Pride von Rubroca. Pride Intense Video findet ihr auf dem Channel hier. Für denjenigen, den es interessiert. Hier ist die Verpackung. Genau wie dasselbe beim Pride Intense. Nichts Besonderes. Die Flasche auch dieselbe, nur hier die Flasche ist nicht durchsichtig. Beim Pride Incense ist die Flasche ein bisschen durchsichtiger. Die ist hier komplett schwarz, auch schlicht gehalten. Dickes Glas, leicht schwere Kappe hier. Also beim Intense glaube ich die Kappe Silber, also hier die Aufschrift. So Leute, gib mir den Sprüher auf den Kopf. Ist okay, schön neblig. So. Bei den Duftnoten, das wurde irgendwie nur so verallgemeinert, so hölzerne Note, Bernstein, Zimt und so weiter. Ich mache das mal hier so aus meinem Kopf, was ich alles wahrnehme. Und zwar schaut dieser Duft frisch, aber direkt schon pudrig cremig, ja. Und das ist der Duft auch allgemein. Also der ist überwiegend pudrig cremig, hat eine fruchtige Kopfnote. Grapefruit ist da drin, aber ich nehme hier irgendwie noch. Ja, irgendwie Apfel war oder so, ne? Dieser Duft hat so ein, sag ich mal, so ein Tropical Feeling, verleiht ihr euch, mit einer frischen Note drin. Auch so eine leicht seifige Note, würde ich sagen. Ja, am Anfang, wie gesagt, kommt direkt eine frische, direkt cremig, pudrig riecht dieser Duft. Und ja, der verändert sich im Prinzip kaum, nur dass er, ja, bis zur Herznote, Basisnote einfach immer schöner wird. Ne? Also wirklich ein sehr schöner, entspannter, gechillter Duft, Swagger-Duft, sage ich mal. Sehr entspannt, schön, ein Immergär. Ja, der Duft ist auf jeden Fall ein sehr schöner Duft, den ich euch ans Herz legen kann. Der ist momentan leider überall ausverkauft. Bei Nutino war der am billigsten, irgendwie für 14 Euro noch was. 100 ml EDP Concentration, top. Von der Performance her sehr, sehr gut, Leute. Der ballert am Anfang locker seine 2 Stunden. Also diesen Duft nimmt ihr die ganze Zeit wahr, ne? Nur am Anfang halt ein bisschen stärker und dann geht es so langsam bergab. Aber trotzdem riecht ihr den, ihr riecht die ganze Zeit danach. Auch am nächsten Tag eure Klamotten, die riechen richtig danach. Schöner, entspannter, cremig, pudriger Duft. Ein Immergär. Und Patchouli soll auch hier drin sein. Aber ich kann das nicht wirklich so wahrnehmen. Also in der Intense-Version ist Patchouli drin, also dominiert sehr stark. Hier nicht. Hier ist das viel, viel weniger. Bis zu kaum, sage ich mal. Also ich nehme es nicht wirklich wahr. Müsste mir schon irgendwie einbilden, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, leider ausverkauft. Ich hoffe mal, der kommt bald wieder. Ist ein sehr schöner Duft. Und für jeden, sag ich mal, ne, so ab 20 aufwärts, 35 bis 35, 40 schon, ich bin auch über 40 Jahre, ich trage den auch, der ist sehr schön. Nur, ihr dürft ihn nicht bei zu warmem Wetter tragen, ja, also wenn es zu warm wird, dann wird diese pudrige, seifige Note, die da drin sind, so, ah, das wird so ein bisschen so, das fängt an zu stören, an zu nerven. Also wenn es jetzt, so sag ich mal, zwischen 15, 17, 18, 19 Grad auch noch so, dann macht er echt einen sehr, sehr guten Job. Bei ganz kaltem Wetter entfalten sich die Noten hier nicht richtig und ich fand den so, aber ich habe den hier schon ein bisschen länger und da hat der, kam der nicht so richtig so aus, sag ich mal, zur Geltung. Aber inzwischen wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. Und ja,
Ganz wichtig, Leute, bei dem und beim Intense, viele Leute sagen, der riecht nach Chanel Allure Blanche Edition. Dieser Duft hat absolut damit nichts zu tun, ja? Beide haben damit nichts zu tun. Okay, ich bin Chanel-Fanatiker, da weiß ich das ganz genau. Und ein Duft erinnert mich an den hier. Also, es ist nur zufällig beim Schnuppern gewesen. Und zwar geht es um den Valentino Coral Fantasy. Die sehen sich wirklich sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ob das ein Dupe ist, vielleicht eher eine Alternative. Also allgemein gibt es einen Unterschied bei den beiden Düften. Das heißt ein, zwei Unterschiede. Coral Fantasy ist süßer und da ist noch eine minzige Note drin, ja? Das hast du hier nicht. Der ist nicht so zu süß. Der ist auch süß, aber nur ein bisschen. Nicht zu süß wie Coral Fantasy. Und die minzige Note hast du hier nicht drin, wie beim Coral Fantasy. Die mich auch persönlich beim Coral Fantasy stört. Ist auch ein schöner Duft. Könnt ihr euch holen. Schön auch, wie gesagt, auch so ein schönes Tropical Feeling verleiht ihr euch. Sehr schöner Duft. Aber die Minznote beim Valentino stört mich persönlich. Die riecht für mich irgendwie so abgestanden. Und hier ist sie nicht drin. Also, bevor ihr den kauft, könnt ihr, also den Coral Fantasy könnt ihr überall riechen, könnt ihr den mal dort testen und hier habt ihr den Duft, denselben Duft, sage ich mal, ohne Minze und ohne dass er zu, also ohne, also dass er nicht zu süß ist, genau. Also der ist nicht so süß wie der Coral Fantasy. So, das ist so die Hauptunterschiede, die ich so bemerkt habe, ja. Also könnt das testen, dann wisst ihr so ungefähr, was euch hier erwartet, wobei ich den ihr persönlich besser finde. Okay, Leute, ich versuche mal hier stabil zu bleiben, immer wieder noch weiter hier weiterzumachen. Wie gesagt, mein Leben ist halt so und das ist so, und das musst du halt so hinnehmen. Immer wieder kommt irgendwas dazwischen, ist aber auch egal. Ich bin da, ich bleibe dran, ich gebe mein Bestes und danke an dieser Stelle an den ganzen neuen Abonnenten und alle Leute, die mich immer wieder motivieren, anschreiben, was in die Kommentare schreiben. Danke, ihr gebt mir immer wieder diesen Anstoß, überhaupt was zu machen, sage ich mal. Also da, ihr erinnert mich dran, sage ich mal, letztendlich. Und ja, Leute, ich verlinke den trotzdem, ja, über Notino. Ich habe gerade eben noch geguckt, der ist ausverkauft. Bei Parfümzentrum ist auch ausverkauft. Also im Netz selber habe ich nichts gefunden. Vielleicht bei eBay, aber bei eBay war der, glaube ich, zu teuer, der war über 30 Euro. Wartet einfach ab, habt ein bisschen Geduld, lasst euch benachrichtigen und holt euch den, falls ihr auf solche Duftnoten steht. Ja, Leute. Okay, das war's von mir. Bis zum nächsten Video.